Ja, gleich geht's los. LG-Pressekonferenz hier, wo es die aufrollbaren OLEDs gibt und vielleicht noch ein paar andere nette Überraschungen. Ja, so, wir sind hier im Mandalay Bay Convention Center. Da finden die Pressekonferenzen statt und wir haben schon eine ganze Menge Neuheiten gesehen. Jetzt kurz mal Gelegenheit, Zwischenbilanz zu ziehen, oder? Genau, die beiden Großasiaten, die durften wir uns schon anschauen. Ich war gestern bei dem Samsung First Look Event, wo halt TV-Highlights vorgestellt wurden vor der Pressekonferenz. Und wir kommen jetzt gerade ganz frisch von der LG-Pressekonferenz. Und da können wir schon sehen, wohin die Reise geht. Vorneweg schon mal, was gerade total gehypt wird, ist der super Riesenfernseher von Samsung, The Wall. Tatsächlich wurde das vorgestellt, ein 146 Zoll Micro-LED-Fernseher, tatsächlich Wahnsinn. Die Zukunft des Fernsehens. Man hat ja letztes Jahr schon spekuliert, ob dieses Micro-LED tatsächlich, ob man das fertigen kann, ob man das überhaupt hinkriegt. Samsung hat es geschafft. Wann das auf den Markt kommt, wo das auf den Markt kommt, da haben die Aussagen sich tatsächlich ein bisschen widersprochen. Ich glaube, das weiß Samsung gar nicht mal so richtig. Ich habe eher den Eindruck, dass das eine Machbarkeitsstudie ist, dass Samsung zeigen wollte, wir können das, wir haben die Technologie im Griff und irgendwann kommt das auch. Mhm. Ich glaube nicht, dass das Gerät dieses Jahr nach Europa kommt, unter 100.000 Euro, okay. Ehrlich gesagt. Aber es ist schon halb geil. Das sind selbstleuchtende, richtige kleine LEDs, die wahrscheinlich so mit Pick and Place gesetzt werden auf einem Wafer. Haben wir auch keine klaren Aussagen zu gekriegt, die kriegen wir morgen. Aber ist halt schon geil. Das ist ein Riesenfernseher, das ist der größte, bunteste, krasseste Fernseher, den ich jemals gesehen habe. Aber ob man halt jemals kaufen kann, weiß man nicht so genau. Aber jetzt ist natürlich erstmal interessant, was kommt denn 2018 eigentlich bei Samsung? Naja, ein bisschen versteckt in der kleinen Bude war die nächste Generation von QLED-Fernsehern. Und da habe ich halt überhaupt nicht mit gerechnet, dass da technologisch noch ein sehr großer Sprung nach vorne gelungen ist. Also das, was wir immer kritisieren, das Farbauswaschen unter Blickwinkel, der Schwarzwert, hat sich so massiv verbessert in dem Step, den ich in den letzten 10 Jahren bei LCD nicht mehr gesehen habe. Mhm. Also es wurden nicht nur die Quantum Dot Backlight LEDs nochmal ein bisschen optimiert, sondern tatsächlich auch die VA Panel Struktur tatsächlich so umgebaut, dass der Schwarzwert nochmal deutlich besser wurde, auch unter Blickwinkel. Und dass die Farben unter Blickwinkel jetzt tatsächlich echt gut aussahen. Die Panels haben jetzt auch ein Direct LED Backlight mit Local Dimming und ganz, ganz, ganz tollen Zonen. Wie viel genau werden wir denn auch morgen erst erfahren, aber was ich da gesehen habe an tatsächlich produktionsnahen Modellen, also ne, kein Science-Fiction, sondern Sachen, die 2018 auf den Markt kommen, war schon sehr, sehr vielversprechend, muss man sagen. Was Samsung und LG immer gemeinsam haben, auch wenn Sie das nicht hören, Sie haben beide über AI gesprochen, über künstliche Intelligenz. Klar, jetzt ein großes Schlagwort überhaupt in der kompletten Consumer Electronics. Künstliche Intelligenz muss jetzt jeder einsetzen. Samsung geht den proprietären Weg, das heißt, die bauen ihr Bixby-System jetzt auch in Fernseher ein und das spricht ganz toll, kombiniert sich mit allen Samsung-Devices. Die waren ja immer so ein bisschen proprietär unterwegs, ja. Also Fernseher und liefen nur perfekt mit den Galaxy-Smartphones, die natürlich auch sehr beliebt sind. Aber da haben die halt ihre eigene Politik, haben schöne Demos gemacht von Bixby im Fernseher gestern, funktioniert. Dann hoffen wir, dass Bixby auch demnächst mal Deutsch lernt. Das kann Bixby nämlich noch nicht, im Gegensatz zum Google Assistant. Ja, wurde versprochen, dass es Deutsch lernt dieses Jahr. Okay. Der Google Assistant kann es schon und der ist beim Konkurrenten unterwegs, nämlich bei LG. Ja, finde ich. Ich als offener Mensch, als weltoffener Mensch, finde es natürlich auch super, dass da jetzt dann tatsächlich der Google Assistant drin ist und Google Home und das alles in Kombination mit der Steuerung von LG-Fernsehern, LG Waschmaschinen und Trocknern und Küchen und Kühlschränken und ganz vielen Robotern, die jetzt auch bauen. Also ja. Da ist LG tatsächlich relativ offen zu Google und das System scheint dann einfach sehr viel zu können, wenn es dann 2018 startet.
Gut, genau. Sie haben ja auch so einen kleinen Hausroboter. Chloe heißt der Sprachassistent sozusagen bei LG, aber der hat hier auf der Pressekonferenz nicht so funktioniert. Wir hoffen, das geht dann besser, wenn die Produkte auf den Markt kommen. Was uns auch so ein bisschen natürlich aufgefallen ist in den werblichen Videos dazu, ist natürlich immer nicht der Otto-Normalverbraucherhaushalt abgebildet, sondern es sind dann immer der Besitzer oder der Bewohner eines Lofts mitten in Manhattan. Also das ist nicht so ganz der Durchschnittsbürger, aber ich glaube, dass schon viele Anwendungen dabei sind, die natürlich auch für einen normalen Haushalt interessant sein können. Und gerade die Kombination jetzt mit Google Assistant, die man vielleicht über Google Home schon im Haus hat, das dann mit dem Fernseher zu kombinieren, das ist ja das, was uns im letzten Jahr noch gefehlt hat bei den Sprachassistenten, dass die gerade in der ganzen Haushaltswelt langsam zu Hause sind, aber beim Fernseher, wenn man nicht gerade eine Harmony von Logitech benutzt hat, hat das noch gestoppt, aber das ändert sich jetzt ja ganz krass. Ja, da sind wir mal gespannt, welche Fernseher sich mit welchen Systemen in welcher Tiefe steuern lassen, aber das haben alle vor und dann wird es auch kommen. Da wird ja vielleicht sogar noch eines Realität, was es ganz am Anfang in den Smart Home Diskussionen immer hieß, dass der Fernseher so zur Zentrale im Haushalt wird, denn gezeigt haben sie natürlich auch, dass nicht nur Fotos auf diesem Fernseher per Sprachsteuerung gebeamt werden, dass man Dinge bestellen kann, shoppen kann, dass man eben die Haushaltsgeräte steuern kann und all das eben auch auf diesem Fernsehdisplay angezeigt wird und das während Filme laufen. Man kann natürlich sich die unterschiedlichsten Inhalte bestellen, auch das wird läuft besser als bei den bisherigen Sprachsteuerungsvarianten, wenn es denn so kommt, wie wir es hier gesehen haben. Also da steckt schon eine ganze Menge drin und es scheint wirklich so zu sein, dass dieses Fernsehdisplay dann nochmal eine ganz andere Rolle im Haushalt bekommt. Ja, wäre schön. Also ich sitze gern vor dem Fernseher. Aber was sicher gefreut haben dürfte, LG hat wie schon lange nicht mehr bei solchen großen Messe-Pressekonferenzen sehr intensiv auch zur TV-Technologie, zur Weiterentwicklung seiner OLED-Stellung genommen. Ne? Ja, also das fand ich echt toll, richtig? Also die technischen Infos, die es da gab, die waren sehr tief. Interessanterweise wurde nicht viel über das Panel geredet, also die OLED-Technologie an sich scheint dann ausgereift zu sein. Wir nehmen mal an, dass es ein bisschen bunter wird, ein bisschen heller wie jedes Jahr. Aber zentrale Innovation bei LG ist der neue Prozessor, der jetzt auch eine sehr intelligente Erkennung hat von Strukturen, Objekten und skaliert und Bild verbessert. Jetzt alles mit deutlich mehr Intelligenz.